select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Michael, von den Punkten her ging es um die goldene Ananas, aber es war sicherlich natürlich ein besonderes Spiel für heute, für euch heute. Ja gut, punktemäßig ging es natürlich um nichts mehr, aber ich denke, aufgrund der Tatsache, dass es das letzte Spiel ist, wollte natürlich nochmal jeder alles raushauen und ja, im Endeffekt wollten wir einfach noch ein bisschen Spaß haben und das haben wir gehabt und ich denke, dann haben wir auch verdient gewonnen. Wie sind die Gefühle, Wehmut gerade angesichts dieser Tatsache? Ja gut, für mich persönlich, wenn man natürlich 6 Jahre in einem Verein ist, dann ist es schon ein besonderer Moment, aber ja, wir wissen das Ganze schon länger, man konnte sich darauf einstellen, ist jetzt nichts Überraschendes und das Leben geht weiter und ja, ich freue mich auf das, was kommt. Wie geht's für dich persönlich weiter, weißt du schon Bescheid? Ja, ist im Prinzip alles mündlich geklärt, fixiert ist es noch nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen. Ja, kannst du mehr dazu sagen zu diesem historischen Event eigentlich? Man kann sagen, seit den 50er Jahren gibt es die Karlsruher SC Amateure. Jetzt 2018, allerletztes Spiel, bis auf weiteres zumindest. Ja, ein paar Worte von dir dazu. Ja, gut, 50er Jahre, weiß ich nicht, was da ablief. Die Mannschaft hat mit Sicherheit Tradition. Ich durfte selbst 6 Jahre jetzt hier spielen und ich meine, viele Vereine machen das. Der Schritt ist nachvollziehbar. Ob es richtig ist, wird sich zeigen. Das kann man heute mit hier noch nicht beantworten. Und da ein Verein hat sich dazu entschieden und ja, die Zeit wird zeigen, ob das gut ist oder nicht. Möchtest du den Fans und dem KSC noch was mit auf den Weg geben auf diesem über die Kamera? Ja gut, ich bin Karlsruher Junge, das ist mein Verein. Wir wurden, seit ich da bin, eigentlich immer gut unterstützt. Kann mich nur bedanken, auch im Namen der Mannschaft. Aber das ist ja bekannt, der KSC wird immer gut unterstützt. Der KSC hat einen Namen, ist ein Name in der Region, ist der Verein in der Region und von daher ist das ja ganz normal. Michael, danke für das Interview. Viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de